Reise kommen zurück zu Let's Play Kingdom Come Deliverance und ich bin mit dem Tipps, den ich finde, dass ich gerade sehr, sehr leise bin, ne? Seht ihr das auch so? Ich versuche mich lauter zu drehen. So, jetzt bin ich... jetzt bin ich ein bisschen doll laut, ne? Aber so sollte es doch hinhauen, ne? Gut. Haben wir das erstmal? So, ein Ding ist jetzt, wir haben erstmal, es ist ja folgendermaßen, wir hatten ja das Problem, mit dem das Spiel die ganze Zeit abgestürzt ist und ja, ich hab ja, ein bisschen, hin und her geschrieben hier in den YouTube-Kommentaren. Warhorse Studios. Ich weiß gar nicht, ob das direkt der... also es war halt mit dem Warhorse-Kanal. Also weiß ich jetzt nicht, ob das direkt der Tobias Stolz-Zwilling war oder noch jemand anders, mit dem ich da geschrieben habe jetzt. Aber auf jeden Fall, eine Sache ist klar... So. Nehmen wir doch mal den hier. Also eine Sache ist klar, es ging halt darum, der Bug ist halt bekannt und ja, wir müssen selber sehen, wie dass sie das irgendwie rausfinden und wir probieren jetzt einfach mal ein anderes Safe-Game. Das habe ich mir jetzt so gedacht, probieren wir es doch einfach mal, ob wir überhaupt hier irgendwie weiterspielen können. Wäre doch ganz nett und generell brauchen wir ja auch nochmal irgendwie wieder eine Fackel, ne? Ist auch so ein Ding. Die müssen wir uns sowieso besorgen, deshalb probieren wir doch mal, ob das Safe Game hier noch funktioniert. Oder ob das schon weit vorher irgendwann kaputt gegangen ist. Diesbezüglich. Und außerdem habe ich natürlich jetzt einen neuen Part gemacht, weil ich natürlich was zu erzählen habe. Na, ja, ist ja klar. Und zwar habe ich ein Video von GameStar eigentlich nur zufällig entdeckt. Fand ich mal hier kleiner Tipp an Warhorse Studios. Vielleicht irgendwo mal reposten oder so, weil ich habe das jetzt irgendwo ansonsten jetzt nicht so... gesehen. Ich bin da wirklich bei YouTube zufällig drauf gestoßen, weil das ist, finde ich, ein wirklich tolles Video von GameStar halt, wie gesagt. Da war der der Tobias Stolz-Zwilling, der war da und hat über die Dinge aus Kingdom Come Deliverance erzählt, die bei der E3 wohl präsentiert wurden. Das habe ich jetzt natürlich keine Ahnung, weil E3 war ich jetzt natürlich nicht, aber das war jetzt auch schönes Deutsch, ne? Also auf der E3 war ich jetzt natürlich nicht. Aber es ist ja so, dass... Ich komm, spring jetzt schon darüber. Wie gesagt, da ein paar Sachen vorgestellt wurden. So unter anderem eine sehr tolle neue Quest. Nämlich konnte man da sehen, einmal eine Quest, wo man in ein Kloster rein muss und dann auch tatsächlich sich dann halt da, also dann da halt nichts dabei hat und sich dann halt auch die ganze Zeit, während man da ist, sich da an die Regeln halten muss. Das finde ich einmal sehr spannend. Und dann wurden noch ein paar andere Sachen erzählt, die ich teilweise noch wesentlich spannender fand. Einfach weil sie so genial sind. Ich meine, als wäre dieses Spiel noch nicht genial genug, so soll zum Beispiel das, ich nenne es mal ja das Karma-System, noch weiter ausgefeilt werden. Und zum Beispiel soll es dann nämlich so werden, dass tatsächlich auch der Zustand der Rüstung, also nicht nur was für eine Rüstung man trägt, sondern auch noch deren Zustand, ob sie blutig ist zum Beispiel, wohl Einfluss darauf haben soll, wie man in einem Dorf, wenn man also in ein Dorf kommt, wie man da halt von den Leuten wahrgenommen wird, auch je nachdem, was das für ein Dorf ist. Das ist natürlich echt cool, ne? Muss man sagen, also ich meine, klar,
Man kennt es ja so von Skyrim, wenn man jetzt zum Beispiel so, also meine ich zumindest, dass bei Skyrim so ist, dass wenn man jetzt sehr. Oh, so eine Rüstung einer anderen Partei anzieht, dann kommt das nicht so gut an. Und ich versuche gerade mal hier zu laufen, ich weiß gerade nicht mehr, welches die Laufentaste ist, die, okay. Das war ja jetzt mal ein kleiner Fail, ne? Also ich meine, das andere war letztes Mal so eine schöne, saubere Infiltration, aber das hier war jetzt schlecht. aber es kommt halt davon, wenn man die ganze Zeit dabei sabbelt. Aber letztendlich ist das hier auch ein Let's Play, wo, in dem ich halt auch ein bisschen informieren will, immer wenn ich halt News über das Spiel habe. Sag mal, das hier ist auch gerade ein bisschen laggy hier, die Steuerung zwischendurch. Oh, das ist mein Pferd. Es ist natürlich so, dass ja, das, also meine ich zumindest zu erinnern, dass das halt zum Beispiel bei Skyrim jetzt so war, dass man halt zwar angegriffen wurde, wenn man jetzt eine Sturmmantelrüstung in einer kaiserlichen Stadt, da also so eine Wachenrüstung getragen hat, glaube ich, aber da bin ich mir noch nicht mal ganz sicher. Aber hier ist das natürlich einfach nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und zwar soll es halt, wie gesagt, hier so sein, dass wenn man zum Beispiel mit einer blutigen Rüstung in eine Stadt kommt, dass man dann möglicherweise nicht so doll, ja, also als nicht so freundlich und so angesehen wird, wenn es natürlich eine... Was war das denn jetzt? Ich glaube, ich... Den finde ich gut. Ja, komm. Geil. Wird angegriffen, pflückt erstmal Löwenzahn. Finde ich gut. Ah, super. Komm mal immer gut. Ne? Komm mal immer gut mit weg. So, was habe ich heute für ein Pech? Ich sehe die Leute ja gar nicht. Aber die sehen mich. So, guck mal, die verfolgen mich aber auch nicht. Doch, tun sie doch. Nö. Folgt ihr mir jetzt oder nicht? So, um dann also weiter dahin zu kommen. Ja, wie der Tobi da so schön gesagt hat, wenn man halt als Shiny Knight auftritt mit einer glänzenden Plattenrüstung, um das mal so zu zitieren, dann... Der Wald ist immer noch so hübsch, ne? Ist das halt so, dass man halt zum Beispiel, wenn man schleicht, leichter gesehen wird. Umgekehrt halt aber auch, wenn man halt so in eine Stadt kommt, halt natürlich besser in Empfang genommen wird, ne? Man wird halt, also die Leute gehen halt davon aus, dass man reich ist und halt auch, wie gesagt, ein guter Krieger wahrscheinlich, so. Das finde ich halt sehr spannend. Zudem ist es ansonsten so, dass natürlich, wie gesagt, also was ich eben sagte, mit dem, dass man leichter erkannt wird, da soll wohl halt beides drauf Einfluss nehmen, ne, auf das erkannt werden. Nicht nur die, also nicht nur, dass halt so eine Plattenrüstung lauter ist, sondern halt eben wohl auch die Tatsache, dass, wie gesagt, so eine Rüstung halt dann glänzt auch. Das, was ich halt auch sehr cool finde, ist halt auch bisher mir noch eher unbekannt so aus anderen Spielen, dass das halt so mit so einer großen Gewichtung implementiert wurde. Und das finde ich halt wirklich sehr, 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 sehr cool. Ja, dann halt wie gesagt diese Quest mit dem Kloster war halt wie gesagt auch sehr cool, was ich da gesehen habe. Also die haben natürlich nicht, also wollten halt jetzt nicht spoilern, haben jetzt deshalb nicht so viel gezeigt. Aber das Video kann ich nur empfehlen, müsst ihr mal gucken, bei GameStar halt einfach mal suchen.
einen YouTube-Kanal. Ich meine, es war GameStar. Und dann halt, ja, ist leicht zu finden. Sie ist halt in zwei Videos aufgeteilt. Das erste Video ist halt eben über das mit der Rüstung und so und also über das Rüstungssystem, das wird einmal vorgestellt mit diesen verschiedenen Layer-Ebenen, was wir aber auch schon öfters gehört haben. Und dann halt eben ja noch diese paar weiteren Infos dann halt auch über das Turnier. Man kann also an einem Turnier teilnehmen und so auch seinen Ruf nochmal komplett verändern, das ausnutzen, dass dann Leute beim Turnier sind, dass dann halt eine Stadt leer ist, wenn man jemanden töten muss oder so. Also alles sehr coole Sachen. Und dann halt im zweiten Video ging es halt dann um diese Klosterquests. Es sind halt auch zwei neue Locations, die da gezeigt wurden, die jetzt hier, soweit ich weiß, noch nicht drin sind in der Beta. Sondern die waren jetzt halt wirklich exklusiv erstmal nur zum Zeigen für die E3. Das ist halt eben einmal dieses Sarsava-Kloster, glaube ich, heißt das. Und dann halt da die Stadt, also die Festung, wohl gehe ich jetzt davon aus, von der Familie von Sir Robert, obwohl nicht, Sir Robert ist ja von Thauenberg. Ich dachte mal, das wäre unser Lehnsherr. Aber ist vielleicht dann doch nicht so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Zumindest war da eine Festung, das war glaube ich nicht die aus. Oder war das die von Thauenberg? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es war nicht die Festung in Thauenberg. Was ist das denn da? Ein Zweig einfach nur? Ja, da liegt nur ein Stock, okay. Wir werden da natürlich auch jetzt da unten gerade nochmal nach unserer Fackel suchen können, ob wir die wiederfinden, aber ich gucke jetzt mal lieber, ob wir sonst irgendwie eine Fackel wo finden, ne? Und sonst gehen wir halt vielleicht auch einfach mal weiter nach Samopesh, ne? Da waren wir auch noch nicht. Können wir uns auch einfach mal machen. Weil sonst, damit wir da wenigstens irgendwie weiterkommen. Ich meine, will hier mal, wir haben auch irgendwie mal was zeigen. Ja, also diese beiden Locations halt auf jeden Fall in dieser Festung ist halt eben dieses Turnier, an dem man teilnehmen kann. Ach du Scheiße, ich bin müde. Dann müssen wir gleich beim Soldatencamp dann gleich mal pennen gehen, ne? Sollte ja auch kein Problem sein. Ich weiß auch gar nicht, wie das hier ist. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir zu müde sind, dass wir dann hier tatsächlich einschlafen und dann in der Zeit einfach, ja, getötet werden können und so. Wäre sehr cool. Aber ich weiß auch nicht genau, wie das läuft mit dem Einschlafen. Wir gehen jetzt erstmal da in das gute Military Camp hier. Ja, komm, jetzt reite schon. Oh. Nee, und eine Sache, die mir natürlich mir wieder hier, ne, gekonnt nebenbei aufgefallen ist, man achtet dann ja auch so ein bisschen auf Details, ne, wenn man sowas schon öfters mal gesehen hat, so von Spielen, solche Videos und sich halt wirklich sehr dafür interessiert, dann guckt man ja auch auf so Kleinigkeiten. Und da habe ich zum Beispiel gesehen, was mich hier im Moment noch stört, ne, wir sehen hier Dismount X, also ist eigentlich Y hier auf dem Controller. In der Version, die da bei der E3 gezeigt wurde, waren die richtigen Xbox Buttons dargestellt, was ich sehr gut finde. Wurde nochmal gesagt, war trotzdem auch die PC-Version. So. Ja. Oh, ich kann nicht mehr zu... Okay, sollen wir vielleicht nicht. Dann schlafen wir 9 Stunden. Ja. Das kann ich noch erzählen. Also wie gesagt, da freue ich mich dann natürlich auch sehr drauf, wenn dann hier wieder die richtigen Buttons haben, die ja angezeigt werden. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht schon mit dem nächsten Update dann auch kommt. Auch in die Beta, weil warum sollte es nicht so sein? Ja.
Also auf jeden Fall alles halt sehr spannend. Da wurde halt auch mit dem Kloster wurde halt auch nochmal erzählt wieder, ne? Das Klassische, dass es halt hier immer den Weg ohne Waffen gibt und so und halt auch oft sehr ausgeklügelte Wege, wo man halt mit sehr viel, ja, sehr viel rumtricksen muss, um das halt hinzukriegen, um da reinzukommen. Und ja, wo man dann aber halt eigentlich auch im Prinzip wirklich wesentlich mehr Story, würde ich jetzt mal so behaupten, hat, als und auch mehr Gameplay, sage ich mal, als wenn man halt einfach nur irgendwo reinrennt und ja, irgendjemanden wegschnetzelt. Außerdem, wie gesagt, ne, hat man halt dann natürlich einen schlechten Ruf, mehr oder weniger überall hier. Und das ist natürlich auch sowas, ne, will man nicht unbedingt haben. Immer noch ein richtig geiles Spiel irgendwie. Ach so, also was das angeht, ich weiß gar nicht, ob das schon länger bekannt war, aber das Spiel wurde jetzt schon durchaus verschoben auf 2017, wo jetzt auch noch nicht sich festgelegt wurde, was ich aber auch völlig nachvollziehen kann. Ich meine, ich nehme es jetzt, ich würde es jetzt niemals War Studios übel nehmen, weil ganz ehrlich, wir haben in der letzten Zeit von so vielen Firmen teilweise so unverschämte Spiele erscheinen, Release-Terminverschiebungen erlebt. Da haben natürlich viele Leute dann vielleicht Wut auf sowas, aber ich finde, man sollte es den Leuten, die das halt, den Spieleentwicklern, den Firmen, die das halt begründet, machen, den ja, sollte man das auch gönnen oder wie soll ich das sagen? Ja, das sollte man halt zulassen und akzeptieren, weil ich meine, wir wollen ja das ein vernünftiges Spiel haben und so. Und auch wenn das jetzt meine Meinung, der Herr von GameStar da in dem Video nicht ganz freundlich geschafft hat, rüberzubringen, aber ja, es ist natürlich so, dass in dem Spiel halt auch noch einige Kleinigkeiten sind, die noch gefixt werden müssen. Und das finde ich auch wichtig. Und wie gesagt, da wurde halt jetzt auch nochmal betont, was wir auch schon vorher von War Studios so gehört haben, dass es halt eben so ist, dass jetzt halt erstmal doch noch ein bisschen gewartet wird, weil halt erstens man natürlich einfach ein höheren, das klingt jetzt natürlich auch wieder fies und so, gegenüber den großen Spielemangel, aber es ist einfach so, man muss einen höheren Qualitätsstandard erfüllen, um das Spiel richtig gut zu verkaufen und sich richtig gut durchzusetzen, wenn man keinen Publisher hat. Denn es ist wirklich so, man sieht, also ohne da jetzt groß meckern zu wollen, aber bestes Beispiel, finde ich, ist halt EA, ne? Wir haben gesehen auf der auf dem E3 Media Briefing von EA, sie haben nahezu alle IPs, auch die Sport-IPs scheinbar, die sie bisher alle hatten, haben sie bis auf FIFA und Madden, NFL scheinbar alle eingestampft. Und es war ja auch so in den letzten Jahren bei EA zum Beispiel, dass da halt qualitativ teilweise ja ganz schön unfertige oder wenig verbesserte oder ja nicht besonders tolle Spiele rauskamen. Und das ist tatsächlich sowas, ne? Wenn man halt so einen großen Publisher hat, wie EA, dann kann man sich sowas halt erlauben und kriegt trotzdem sein Geld. Nur begrenzt, hat man ja halt auch da jetzt zum Beispiel gesehen bei EA, ne, in den letzten Jahren. Ich glaube, die haben jetzt nicht mehr so viel Geld gemacht wie in den Jahren zuvor. Aber ich weiß es jetzt auch nicht genau, ich habe da jetzt keine Daten. Aber das ist natürlich klar, wenn man halt keinen Publisher hat, so wie Warhorse Studios jetzt, dann muss man halt, wenn man sich richtig, richtig gut durchsetzen will, natürlich muss man dann höhere Qualitätsstandards erfüllen. So, da gibt es jetzt natürlich den Einwand, ja, viele Early Access Spiele machen das halt auch nicht, aber das ist halt so,
viele Spiele sind halt auch immer noch im Early Access und das ist halt das, was das halt wieder aufwiegt. So, ich meine, zum Beispiel halt jetzt, wenn ich jetzt mal sage, The Forest, das ist halt ein richtig, richtig gutes Spiel. Aber das liegt halt auch mit unter anderem daran, weil das Spiel halt auch bis heute, glaube ich, kein Release-Datum hat. So, ne? Und solange so ein Spiel einfach auf ewig Early Access ist, dann ist das halt einfach auch viel leichter zu akzeptieren, wenn da Sachen nicht so laufen oder so. Und okay, da zum Beispiel, das ist halt auch manchmal einfach der richtige Weg, so ein Spiel so lange im Early Access zu lassen, weil zum Beispiel bei The Forest sieht man ja, bei The Forest es sind halt inzwischen diverse Sachen extrem ausgeklügelt, und das wird halt regelmäßig geupdatet und ne, bei sowas, da sieht man dann halt, es lohnt sich. Und bei Kingdom Come Deliverance ist es halt hier ähnlich, nur dass da halt natürlich der Unterschied ist, The Forest hat halt wenig Story oder kriegt vielleicht irgendwann mal eine Story, aber die ist dann halt begrenzt. Bei Kingdom Come Deliverance ist es natürlich so, das ist auch völlig verständlich, dass man hier in der Beta natürlich nicht pausenlos Updates raushauen kann, weil da halt, wie gesagt, insofern auch ein anderer Qualitätsstandard erwartet wird. Das heißt, das ist vergammelt. Ich glaube, das ist vergammelt, ne? Ich teste gerade mal. Bin ich vergiftet? Nee. Oder was jetzt? Ah, ich weiß es schon wieder nicht mehr. Hab schon wieder vergessen, wofür das Symbol ist. Ob das irgendwie heißt gestohlen oder vergammelt. Naja. So, Fackel habe ich ja hier schon nicht mehr. Doch, ich hab eine Fackel. Was? Soll mir das mal jemand sagen, dass ich eine Fackel habe? God, he's back again. Ja, nerv nicht. Ich weiß, dass ihr mich alle hasst. Entschuldigung. Weil ich hier einmal aus Versehen eine Leiche geplündert habe. So, das haben wir jetzt schon. Wenn jetzt in Humans. So, wenn wir halt die Äpfel nicht haben, wir haben halt jetzt eine Fackel. Are you jesting with me? No, it's true. It's in that abandoned village in the woods to the east of Skalitz. Pribislavitz. Damn it. That's all I need. Ja, das kennen wir halt schon. Nee. Okay, dann kann ich an der Zeit weitererzählen. Also das Ding ist halt einmal. Ja, also wie gesagt, so ist das natürlich nicht möglich. Deshalb kriegen wir jetzt so erstmal davon nicht so viel mit. Aber es ist natürlich so, dass Warhorse Studios im Prinzip genau das gleiche macht, was halt die Entwickler von The Forest halt zum Beispiel die ganze Zeit machen. Und da, ich finde das ein gutes Beispiel immer, The Forest, weil da sieht man das halt so gut. Die bringen jede Woche ungefähr ein Patch Alright, raus. Sir. As soon as you know more, come and report to me. Die Patch Notes. We'll have to do something about it. Und die Patch Notes füllen meistens fast eine DIN A4-Seite. Wenn das die größeren, okay, das ist aber eigentlich nur, wenn es die größeren Patches sind, ne? Das sind dann die Patches, die halt alle paar Wochen rauskommen. Ansonsten, jede Woche kommt immer ein kleinerer Patch aus bei The Forest. Und bei The Forest ist halt einfach der Unterschied, dass man es halt, da das Spiel Dauer-Early Access ist, halt eben direkt sieht. Und so wie ich jetzt hier gerade gar nichts sehe. Scheiße, ey. Cool. Ist einfach super. Kann ich die Torch nicht irgendwie auf dem Pferd auch tragen? Muss mal das Schwert wegtun hier. Finde ich nicht in Ordnung. Nö. Ja. Super. Okay, versuche ich jetzt gerade mal. Okay. Nee, zu weit umgedreht. Ich glaube, da geht der Weg. Das ist nicht der Weg. Ich sehe überhaupt nichts. Okay. Müssen wir runter vom Pferd.
Nee, und dann ist halt eben der Punkt, dass, wie sie halt schon mehrmals angemerkt haben, für War Studios natürlich nicht klar war, anfangs wie viel Geld halt wirklich sie zusammenkriegen und wie groß sie das Spiel machen können, ob sie halt ihre gesamten Wünsche halt wirklich ja in Erfüllung gehen lassen können. So, nun hat sich ja halt, wie gesagt, rausgestellt, dass sie es halt wahrscheinlich können. Und das bedeutet halt eben auch, dass wenn sie jetzt weiter an dem Spiel arbeiten, halt auch wirklich nach und nach auch mehr Features dann ins Spiel reinkommen oder halt auch eventuell mehr Orte, wurde da halt eben auch nochmal gesagt von Tobias, die halt sonst ja, nicht drin wären. Und die halt sonst nicht eventuell halt nicht möglich gewesen wären, und das somit hat man halt auf jeden Fall einen Vorteil durch diese längere Zeit, die an dem Spiel gearbeitet wird. Und also so, ich muss sagen, halt in Warhorse Studios habe ich da halt auch wirklich Vertrauen, weil sie haben es jetzt halt schon mehrmals bewiesen, sie haben es jetzt halt schon mehrmals gemacht, dass sie halt doch noch das Spiel weiter ausgefeilt haben als ursprünglich geplant, dadurch, dass sie halt jetzt eben mehr Geld zur Verfügung haben. Oder, ja, wenn man ehrlich ist, wahrscheinlich so viel Geld zur Verfügung haben wie gehofft, aber halt mehr als erwartet. Ich denke nicht, dass es jetzt mehr Geld ist, als sie gehofft hatten, aber halt, wie gesagt, mehr als sie erwartet hatten. Und das ist halt, finde ich, auch generell, finde ich, ist es halt auch immer wichtig und toll, da zu sehen, dass halt auch aus dem Geld, was man halt selbst da rein investiert hat, ne, und da gespendet hat, beziehungsweise gebackt hat, ist halt auch einfach toll zu sehen, dass da halt auch wirklich was draus wird, ne, und dass sich das halt auch wirklich lohnt. Was ja halt so viele Leute bei anderen Spielen halt kritisieren, dass das da halt eben oft nicht so ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass sich das wirklich gelohnt hat, da das Geld in das Spiel investiert zu haben. Das ist halt hier definitiv anders. Also finde ich zumindest, dass man dass hier War Studios schon, ja, alleine mit der Beta schon unter Beweis gestellt hat, dass man hier auch was wirklich für sein Geld, was man rein investiert hat, bekommt. Das hat mich, also wie gesagt, also die Beta hat mich halt auch wirklich überrascht. Es gab ja halt so lange die Alpha, und ich hätte halt wirklich gedacht, dass es bei dieser Alpha bleibt, dass die vielleicht noch ein bisschen erweitert wird, aber nicht viel, weil ich einfach erwartet hatte, dass die halt wirklich nur so einen Hint auf das Spiel geben soll und halt wirklich storymäßig und so einfach noch nicht so viel verraten werden soll. Und da war ich halt auch damals wirklich sehr überrascht, ja, dass Warhorse Studios halt diese Beta hier veröffentlicht hat, weil sie ist ja wirklich sehr groß im Verhältnis. Also wenn man das halt auch so mit anderen Spielen vergleicht und so, und auch zu dem, wie das Spiel halt später wird. Man sieht ja hier, ne, wenn wir hier die Map sehen, also wir haben ja wirklich wo sind hier die Grenzen? Ne, man weiß halt nicht, ob die Map halt auch wirklich bis dann komplett runtergeht, aber zumindest hier oben, da denke ich, da wird die Map bis hier an den Rand rangehen, und davon haben wir natürlich jetzt hier ja im Prinzip schon alles, ne, freigeschaltet. Das ist halt schon wirklich heftig. Dass das, also, ne, wir in der Beta hier fast alles hier oben von der Map bereisen können. Und wie ich halt schon mal sagte, ich freue mich hier auch so ziemlich über jeden Bug oder so, solange er nicht zu viel verhindert, dass wir ne, überhaupt nicht weiterkommen, dann bin ich halt auch immer glücklich über Bugs, die einen halt noch ein bisschen zurückhalten, weil ich halt tatsächlich bei diesem Spiel auch finde, dass sonst vielleicht die Gefahr bestehen würde, sich schon ein bisschen doll zu spoilern.
Oh, jetzt sind wir schon bei Burg. Huch. Hab ich was verpasst? Wo ist denn hier das? Wo ist denn hier unser hängender Freund? Hier müsste er sein, ne? Oh, wer hängt denn da? Ach, da! Guck mal, da hängt er, ne? Dem geht's auch gut hier. Nach wie vor sieht noch richtig fresh aus. So, jetzt muss ich mich gerade hier wieder ein bisschen mit der Map orientieren, weil, ne, mit Licht ist gerade nicht so. Man muss bei diesem Spiel halt auch immer echt aufpassen, weil man sieht halt öfters irgendwo hinten Lichter blitzen und das kann hier in diesem Spiel natürlich wirklich halt auch immer bedeuten, dass da tatsächlich jemand steht, weil die KI ja doch recht frei rumläuft. Man muss hier eigentlich wirklich ständig auf der Hut sein. Bin schon glücklich, dass die KI sich wenigstens auf die Wege beschränkt. Also sie verlassen ja auch die Wege, aber halt nur, wenn sie einem wirklich hinterherlaufen, was ja auch realistisch ist. Bin ich auch ganz glücklich drüber, weil würden die auch noch so hier durch die Wälder streifen, dann hätten wir, glaube ich, echt ein Problem. Ich meine, klar, wir könnten uns natürlich auch nochmal einfach den Kampf ein bisschen weiter trainieren und uns am Kampf versuchen. Der ist ja auch wirklich, also wurde auch nochmal betont, ne, dass der Kampf natürlich wirklich in Kingdom Come Deliverance so gedacht ist, dass man ihn auch trainieren müssen soll, um ihn wirklich, also um es wirklich zu meistern. Dafür ist ja das Spiel halt auch, wie gesagt, extra so aufgebaut, wie ich es ja auch hier meistens spiele, dass man halt eigentlich auch die meisten Sachen ohne Kampf erledigen kann. Man kommt meistens drumrum. Es ist halt wie im, ne, man muss halt sagen, es ist halt auch wirklich wie im echten Leben. Meistens kommt man nur um den Kampf drumrum, kann ihn irgendwie vermeiden. Allerdings manchmal, wenn einem das eigene Leben lieb ist, muss man dann halt eben doch kämpfen. Und das aber finde ich halt, wie gesagt, sehr gut hier gemacht. Und dann ja, wenn man es dann halt wirklich auch mit dem Kampf was erreichen will, dann muss man ihn halt eben versuchen zu perfektionieren und dann dafür auch wirklich trainieren. Das finde ich schon sehr vernünftig gemacht. Jetzt haben wir zu dichte Tannen, da kommen wir irgendwie nicht durch. Sagen, will man uns hier nicht durchlassen? Da endlich wieder auf dem Weg. So, jetzt müsste er wirklich da sein. Wo ist denn der jetzt? Ich meine, es ist auch sehr realistisch gemacht hier leider mit den Wegen. Man findet sie nicht immer ganz leicht. Ich bin gerade glücklich, dass diesmal das Spiel noch läuft bisher. Das ist also schon mal gut, weil ich hatte es ja auch, wie gesagt, schon einmal, dass ich das Spiel geladen hatte und dann weggeritten bin wieder von da, ne? Von diesem Außenposten da, von den Humans. Und da hatte ich ja dann auch das Problem, dass das Spiel dann trotzdem abgestürzt ist. Ich hoffe, das ist hier irgendwie so, dass man da durchkommt. Ach, die ist eindeutig zu dunkel und zu viele Geräusche. Unangenehm. Aber realistisch. Man muss immer noch sagen, ne? Also dieser Wald, definitiv der realistischste Wald, den ich jemals gesehen habe. Das ist also The Vanishing of Ethan Carter kommt da ran, wahrscheinlich, ja. Weil es ist, aber da muss man halt auch den zugute halten oder den eben nicht zugute halten oder wie auch immer. Dass halt bei The Vanishing of Ethan Carter einfach halt mal im Prinzip
echte Region nachgebildet wurde. Obwohl, hier werden ja auch echte Regionen nachgebildet. Also eigentlich, das ist ja nicht wirklich anders. Aber der Unterschied ist halt, dass bei The Vanishing of Ethan Carter halt ja eben dieses Foto-Texture-Mapping benutzt wird. Und das dann halt natürlich kein Wunder, dass man dann natürlich nochmal möglicherweise ein bisschen realistischere Ergebnisse hinkriegt. Und jetzt muss ich mal gucken. Wird es zu dunkel? Nein, es wird nicht zu dunkel. Sehr gut. Dann versuchen wir uns mal jetzt so da ein bisschen ranzuschleichen. Ich hoffe, das klappt diesmal. Dass mich da nicht wieder irgend so ein doofer Idiot hier irgendwie sieht. Ich weiß auch nicht, wie die das schaffen, ne? Ich bin das letzte Mal hier so gut durchgesneakt und dieses Mal kommen ja heute die ganze Zeit diese komischen Typen, die mich hier irgendwie direkt sehen. Also es ist immer sehr gut, wenn man hier so im Gestrüpp ist. Wird man natürlich nicht gesehen, aber man sieht auch selber schlecht. Scheiße, ach, da stand der Typ, okay. Okay, gut zu wissen, da ist also der eine Typ, an dem es bislang gescheitert ist. Gut, also diese Seite ist nicht so toll. Wie habe ich das letztes Mal gemacht? Hätte ich mir noch mal angucken sollen, mein eigenes Video. Hab das so hübsch gemacht letztes Mal, bin da so gut reingekommen. Mich da so schön simpel durchgesneakt. Ohne größere Mühe, aber trotzdem ohne groß entdeckt zu werden. Ist das, ein Typ? Nee, gut, nur ein Baum. Sehr gut. Ich bin dankbar für alles, was kein Mensch, sondern nur Baum ist. Oh, scheiße. Und wie habe ich das letztes Mal gemacht? Ich bin auch irgendwie hochgekommen. Das ist doch nicht wahr hier. Zum Glück können die mich aus der Ferne nicht so gut sehen. Okay, versuche mich diesmal auf der anderen Seite längs zu schleichen. Letztes Mal bin ich auch von da hinten rumgekommen. Dann versuche ich mal diesmal von hier hinten rumzukommen. Ich hoffe, es geht. Ja, komm, einmal rüber, bitte. Komm, bitte, 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 Henry, bitte. Oh Mann, ey. Nein, falsche Knopf. Wie? Das war das Letzte, was ich wollte. Wie ducke ich mich so? Nee, weg. So. Alter. Das war natürlich jetzt mal der übelste Fail. Ich hoffe, ich weiß nicht, wie gut, wie genau das hier, also was das angeht, ist. Ich könnte mir vorstellen, dass hier die auch sehr pingelig sind, was das angeht, mit dem mein Pferd herpfeifen. Jetzt bin ich da. Okay. Fuck. Oh nein. Ich stecke hier nicht jetzt wirklich fest. Bitte. Ist hier eine Levelgrenze oder wie dort? Nein. Ach, scheiße. Das war jetzt nicht wahr. Okay, da komme ich scheinbar wirklich nicht durch, weil das ist wahrscheinlich stecke ich da gerade in diesem Haus fest. Ach, ich bin gerade in einem Haus, ja. Ist dann naheliegend, dass ich da irgendwie feststecke. Oh, da hinten steht wieder einer. Wie machen die das und wie komme ich hier durch? Aber das Schöne ist, das mag ich halt wirklich an diesem Spiel. In diesem Spiel kann man so viel rumexperimentieren, wie und wo und wann man irgendwo rauskommt. Finde ich grandios. Das ist halt auch so ein bisschen, ne? So ein bisschen hier Try and Error rumexperimentieren und so. Finde ich, das ist halt auch ziemlich cool. Komm ich jetzt? Ach,
Fahrstuhl. Ich bin tatsächlich da durchgekommen. Ich glaub's ja kaum. Nice, Leute, nice. Wir sind tatsächlich hier drüben und vielleicht können wir kommen. Ein bisschen Glück. Ein bisschen mehr Glück kommen wir hier tatsächlich einfach mal hinten rum. Das wäre ja mal so nice, ne? Wenn wir jetzt ungesehen da rumkommen. Oh, scheiße. Aber natürlich überall, wo du denkst, du bist ungesehen, kommt eine Mauer. Ich meine, so eine Mauer ist halt auch wirklich nicht schlecht, ne? Und zwar, das muss man halt wirklich bedenken, auch immer bei Mauern. Also, klar, große Mauern halten Feinde ab. Ist klar, aber man macht sich oft nicht so Gedanken darüber, was kleine Mauern bewirken. Aber kleine Mauern haben halt eine ähnlich große Wirkung, wie wir hier sehen. Denn das Ding ist, ja, okay, theoretisch kann man normalerweise rüberspringen, aber so oder so, kleine Mauern haben eigentlich ziemlich große Wirkung, weil so eine kleine Mauer, ja, bewirkt halt hier jetzt zum Beispiel bei uns, dass wir halt eben nicht geduckt bleiben können. Man muss halt bei einer kleinen, sobald da irgendwie eine kleine Mauer ist, musst du natürlich irgendwie dich aufrichten, um darüber zu kommen. Und das ist natürlich nicht schlecht. So kann man natürlich ordentlich was, ne? So, ich kann jetzt leider nicht anders. Ich muss jetzt hier einmal ein Safe Game machen. Und ich hoffe, das ist okay. Ich hoffe, dass dieses Safe Game ist jetzt nicht dann gleich wieder broken. Aber irgendwie muss man es ja machen. So, das ist auch, die Karte ist auch noch von der Stadt, als sie noch mal ganz war, ne? Ja. Auch coole Sache. So, hier sind wir, glaube ich, über dieses Haus. Ne, über das Haus da hinten sind wir letztes Mal reingekommen, okay. Aber auch das kriegen wir hin, wir kommen hier irgendwie rum. Und wenn wir uns hier ganz doof durch das Gebüsch drängeln müssen, das ist egal. Muss man ein paar Mal zwischendurch auf die Karte gucken. Also in echt hätte ich halt wirklich keine Lust, so, ne, im Real Life mich da durchzudrängeln, aber hey. Ich meine, eigentlich wäre es auch spannend, jetzt mal hier nach oben zu gucken, ob man da irgendwie weiterkommt, ne? Aber okay, da ist sowieso irgendwann Rand der Map. Das ist jetzt nicht so spannend. Genau. Genau hier sind wir letztes Mal irgendwie durchgeschlichen. Ich weiß noch nicht, ich weiß noch nicht ganz wie. Irgendwie haben wir das gemacht. Was ist das für eine Mauer? Die Textur sieht ja komisch aus. Ist das Holz oder? Man kann das gerade so schlecht sehen. Das sind auch so, sind auch einfach nur Baumstämme. Nee. Sieht ja ganz komisch aus. Was ist das? Ist das so Lehm? Okay, spannend. Ich habe die Befürchtung, dass ich hier gleich einfach so reinfalle in diese Festung und dann sehr schnell gesehen werde. Das ist nicht ganz klug. Erstmal wieder hier unten hin. Da bin ich das letzte Mal reingekommen. Ich weiß nicht, ob ich mich hier direkt durch... Kommt man hier direkt zu der Treppe? Wo ich mich das letzte Mal durchgedrängt habe? Ja, genau. Hier bin ich ja nämlich letztes Mal reingegangen einfach. Ganz kackendreist und ich hoffe, dass ich das heute genauso kackendreist schaffe, ohne gesehen zu werden. So, und jetzt probieren wir das mal. Fuck. Nee, hier Burn Arrows. Nee, er will er nicht. Warum will er nicht? Nein, bitte. Muss ich Fackel erst ausrüsten?
Das könnte ein etwas größerer Fail werden hier. Warum kann ich jetzt nicht burnen? Hey, warum geht das jetzt nicht mehr? Letztes Mal hat er mir einfach gesagt, ich habe keine Torch. Und jetzt sagt er mir... Mann, jetzt sagt er mir gar nichts mehr. Jetzt sagt er mir einfach... Jetzt macht er einfach nichts. Och, Henry. Warum? Och, komm schon. Henry, bitte. Bitte burne diese Arrows. Torch haben wir dieses Mal dabei. Vielleicht muss ich sie... Darf ich sie nicht ausrüsten? Warte. So. Unfortunately, I don't have a torch. Aber das sagt er diesmal nicht. Denn wir haben ja auch eine, aber die... Henry will damit nichts machen. Finde ich ganz doof. Oh, jetzt burn schon die Arrows. Und ich könnte fast wetten. Die haben mich jetzt aber nicht gesehen, oder? Das ist ja ein bisschen... Wäre jetzt ein bisschen scheiße. Also eigentlich, ich denke nicht, dass ich jetzt einfach so rumlaufen kann, weil ich glaube, die würden mich jetzt ein bisschen sehen da drüben. Bisschen kritisch. Aber die kann ich halt schon wieder nicht benutzen. Kann ich den aufheben, den Shield? Auch nicht. So, der Henry will hier gar nichts machen. Was ist denn das? Der will hier gerade gar nichts. Der macht gerade einfach nichts. Da machst du nichts. Im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Da machst du nichts. Also da macht der Henry nichts. Okay, sie drehen sich gerade um. Einmal schnell rum hier. Kurz rumgehuscht. Ich versuche jetzt gerade nochmal möglichst viel hier noch zu machen. Und wobei ich halt das mit den Äpfeln noch vermeiden kann. Aber das eigentlich hier ist schon alles. Kann ich die hier sonst noch burnen? Kann ich die burnen? Ne, nur die Arrows kann ich burnen. Ja. Gut, dann... tun wir mal, was wir nicht lassen können, ne? Und bringen das Spiel zum Absturz. Ja. Schade aber auch. Der Part war sowieso jetzt zu Ende, ne? 47 Minuten muss reichen. Ja, wir sehen uns dann im nächsten Part, wo ich dann nochmal versuche, das irgendwie ohne das Apfel, also ich versuche nochmal die Arrows zu burnen. Und sonst gehen wir halt dann einfach wieder und gehen mal nach Mahoyet, nach Samopesh. Ne? Ja, wir sehen uns dann wieder und tschüss.